Mahlzeit, die Schlawiner, Knochen wieder hier. Wieder mal mit ein bisschen War Thunder. Heute fahre ich den L333CC, -33CC. Das ist ein Panzerjäger, der erste überhaupt verfügbare bei den Italienern. Ein paar Runden habe ich schon gemacht. Das Ding ist echt witzig. Ich dachte erst, wieso hat man hier nur 10 Schuss Munition? Habe mich natürlich da ein bisschen täuschen lassen und es waren 10 Sätze an 10. Weil er auch relativ schnell schießt. Von daher... alles gut, alles gut. So, ich habe ein paar Runden gemacht. Ein paar liefen richtig gut, ein paar liefen richtig mies. Heute ist also ein bisschen gemischt. Und ich weiß, dass andere natürlich nur ihre feinsten Momente aufzeichnen, beziehungsweise ihre feinsten Momente veröffentlichen. Ich nehme es halt auf, wie es kommt. Und wenn es blöd läuft, dann läuft es halt blöd. So ist das halt auch. So ist es auch bei den anderen, glaubt mir. Ja, wenn euch einer weismachen will, er hat nur geile Momente und ist immer der Beste in der Liste, ja, dann lügt er. Dann lügt er ganz einfach. Ja. Weil auch die Besten haben ihre schlechtesten Momente, ne? Die sie natürlich dann nicht zeigen werden. Aber ich mach das. Es ist halt wie es ist, ne? So, das heißt, ich fahr mal vor. Ihr seht, das Ding ist relativ schnell. Es kommt mir jetzt schneller vor, als es eigentlich ist. Ich bin schon schnellere Sachen gefahren, die mir aber nicht so schnell vorkamen. In dem Fall ist es jedenfalls relativ schnell. So, wir haben hier nur einen Punkt zu erobern. Und ihr seht auch, das Geschütz ist ziemlich klein. Ich hab's kurz gezeigt, da hättet ihr das lesen können, was das für ein Kaliber ist. Ich hab's gerade selber nicht bekommen. Ja, jetzt versuche ich natürlich irgendwie meinen Leuten zu helfen. So, die sind schon ziemlich weit vorne, aber werden wohl weggeknallt. So, wachsam sein. Natürlich habe ich als Panzerjäger nie die Möglichkeit, Artillerie zu befehligen. Ich wollte gerade sagen, wo ist der? Jetzt gucke ich darüber und sehe natürlich, ja, hier werde ich auch beschossen. So, mal gucken, wie es läuft. Ich muss irgendwo in eine Ecke, wo mich jetzt erstmal keiner sieht, wo ich aber rausschießen kann. Das Blöde ist, das Ding ist ziemlich flach. Das heißt, ich kann über bestimmte Sachen, jetzt wie anders als mit einem normalen Panzer, kann ich einfach nicht hinwegsehen. Und er ist auch sehr leicht. Das heißt, ich glaube, hier rüberfahren. Ich glaube, hier, nee. Was? Also ich kann nicht über die Trümmer rüberfahren. Wahrscheinlich ist er zu leicht dafür. So. Da ist einer. Da, den jetzt ganz schnell. Oh, verpasst. Verpasst. Okay, jetzt vorfahren. Vorsichtig vorfahren. Und sich den Kollegen holen. Oder er holt mich. Ja, kann man auch so machen. So, das ist mein Leben in War Thunder. Einfach nur ein Trauerspiel. Das sind meine Tränen, die dahin fließen. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Mein Leben in War Thunder. So, gut, aber wir machen weiter. Wir machen weiter. Jetzt muss ich gucken. So. Wir sind hier auf, ich verwechsel die Karten immer, ob das Polen ist, weil ich lese oft nicht, wie die Karten heißen, obwohl ich sie kenne. Ich kenne die schon ewig. Ob das Polen oder Osteuropa ist. Auf jeden Fall ist das hier die Karte, wo ich hier diese fast wie so einen kleinen natürlichen Wall habe. So, da ich aber so flach bin, werde ich nicht an den Wall fahren, also hier an diese kleinen natürlichen, an diesen kleinen natürlichen Schutzgürtel, sondern werde daneben fahren. Sonst kann ich nicht drüber hinausschießen, müsste also hochfahren auf das Ding und dann bin ich natürlich ein Ziel für jeden. So, hier ist es natürlich so, wer hier hinfährt, steht auch eine ganze Weile hier und versucht zu campen. Das heißt, ich muss jetzt natürlich auch schauen, dass ich hoffentlich irgendwas zum Abschießen finde. Bloß ist, ich habe auch nicht sonderlich viel Durchschlagsleistung. Also das Ding ist relativ schwach. Der Brust, aber gut. Gut, so, sie campen. Ah, da haben wir einen. So, ich sehe ihn natürlich nicht. Da ist ein Haus, das weiß ich. Der guckt, hat hinter einer Ecke vorgeguckt und schießt jetzt rüber. Das heißt, er wird wohl öfter mal vorgucken hier. Das wird immer wieder ein Fest. Oh, da ist jetzt noch einer. Ah, der schießt ja immer noch rüber. Der sieht mich natürlich nicht. Ich glaube, jetzt hätte er mich fast getroffen. Jetzt hätte er mich fast getroffen, aber es ging direkt vor mir rein. Ein AMT. Und es sieht zwar so aus, als könnte ich den, aber ich sehe nur seinen Namen. Ich weiß nicht, wo hinter der steht. So, der andere fällt immer noch hier rüber. In der Hoffnung, dass er mich irgendwann mal trifft, aber ich hoffe, er tut es nicht. Ich kann den nicht aufs Korn nehmen hier. Das heißt, er steht auf jeden Fall, also das eigentliche Fahrzeug ist auf jeden Fall niedriger, als mir jetzt die Schrift anzeigt. Ist halt immer blöd. Ist halt auch kein guter Indikator, nur die Schrift zu lesen und dann davon auszugehen, dass man den feuern kann. Ich habe das früher gemacht, als ich mit Panzern angefangen habe. Wenn ich einen gesehen habe, die Schrift gesehen, ich habe immer auf die Schrift gefeuert, weil ich dachte, das funktioniert irgendwie, warum auch immer. So, der Typ feuert hier immer noch rüber, aber ich kann ihn nicht sehen, weil niemand da ist, der ihn aufdeckt. So, und
den kann ich auch nicht aufs Korn nehmen da. Das ist jetzt alles ein bisschen knifflig. Ich campe ja echt nicht gerne, weil ich eigentlich gar nicht die Geduld dafür habe. Aber ich weiß, gerade hier empfiehlt sich das für mich. Bis ewig nichts passiert. Wenn jetzt mal 5 Minuten nichts passieren würde, würde ich natürlich auch vorfahren. Aber nicht solange ich hier noch irgendwen sehe, kann ich einfach nicht aufs Korn nehmen. So, egal wie ich es anstelle. Es funktioniert nicht. So, vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen Munition sparen. So, also ihr seht ja auch, egal ob oben, unten, welcher Winkel, ist vollkommen egal. Ich kann ihn so nicht treffen, aber er könnte mich natürlich abschießen. Das weiß ich natürlich nicht, also muss ich vorsichtig sein. So, der Typ ist immer noch da und die haben schon Arti auf mich geschmissen hier. Jetzt sehe ich ein bisschen was. Ah, kritischer Treffer. Ja, so läuft's. So läuft's. Okay, er versteckt sich jetzt. Aber okay, gut. Ich habe immerhin getroffen. Der gammelt da genauso wie ich hier gammle. Übrigens, für die, die sich wundern, Gammel kommt aus dem Dänischen. Bedeutet einfach nur alt. Also Gammelfleisch wäre dann Altfleisch. Okay, im Dänischen heißt das Gammle. Aber, weiß auch nicht, fiel mir gerade so ein. So, der ist in der Luft. Vielleicht galt die Arti gar nicht mir, sondern eigentlich dem Typen. Hey, hier, komm. Dem Typen hinter mir. Ich kann so nicht treffen. Also ich glaube, das wird jetzt eher schwierig hier. Ich glaube, der macht ihn gleich weg. Das könnte eine Abschlusshilfe werden, falls er nicht vorher verendet. Nee. Der hat aber irgendwas anderes weggefeuert. Das war nicht das Ding. Das war kein A-13, auf den ich da geschossen habe, oder doch? Jo, kann natürlich sein, dass da zwei hinter waren. Ich nur einen davon gesehen habe jetzt. Wirklich, ich gehe erstmal ein bisschen in die Luft. Abschusshilfe, der war es, der M2. So. Ja, wir haben hier wieder einen, verständlicherweise, der sie natürlich nicht abknallen lassen will, aber ich könnte es schaffen. Ein bisschen an die Idee. Okay, Flugzeug zerstört. Ich habe Kill. Zwar nicht mit dem Fahrzeug, aber mit dem Fahrzeug ist es auch echt schwierig. Ich habe das schon mehrmals probiert, aber die Durchschlagsleistung ist einfach zu lächerlich. Die ist einfach zu schwach. Das ist ein Panzerjäger. Aber hier, da haben wir noch Gas. Hier, der wäre vielleicht ein bisschen einfacher noch. Ich wollte eigentlich nicht abstürzen, aber da war... Ja, ein Sog. Ein Unterdruck, der sich gebildet hat, ein Sog. So, jetzt haben wir da drüben noch ein M8. Ich glaube, auf meiner Seite passiert mir erstmal nichts, weil wir die ohnehin schon eingenommen haben. Ich versuche tatsächlich diesen M8 zu knallen, so ein Panzerjäger. Der hat aber mehr Power als meiner. So, oh, Vorsicht, Oh, Panzerjäger. Okay, vielleicht nehme ich erstmal den. Das Blöde ist, jetzt stehe ich natürlich so blöd, jetzt kann mir jeder Bibel hauen hier. Das ist ein Abpraller. Was für ein mieses Ding, ey. Also ich sehe, ich habe einen ziemlichen Drall hier. Der ist auch noch da. Oh Gott. Okay, er versteckt sich. Dann jetzt doch wieder auf den anderen dann. Der ist auch noch da. Okay, irgendjemand hat die Gas abgeschossen. Blöd für mich, weil ich dachte, ich kriege eine Abschlusshilfe. Weil ich habe ja doch einiges an Schaden auf den gemacht. Aber war wohl nicht der Fall. Okay, jetzt hier. Jetzt haben wir Treffer. Der will mir nicht abhauen hier, oder? Der haut mir ab. Gut, naja, solange er fahrtüchtig ist. So, jetzt habe ich nur noch den Kollegen hier. Oh, ich stehe so blöd hier. Jetzt hatte ich ihn kurz mal halbwegs im Visier, aber es ist echt schwierig. Weil ich kann jetzt auch nicht einfach nur noch so rumfeuern. Ich habe nur noch 4 Sätze. Munition. Ja, komm, ey, jetzt versteck dich nicht die ganze Zeit hier. Das ist echt schwierig, das ist echt schwierig. Auf jeden Fall liegt er ein bisschen tiefer. Ich kann ihn einfach nicht treffen und verrecken nicht. Aber der hat auch ein ganz anderes Ziel.
Ah, jetzt hat mich irgendwer gesehen. Ich weiß nicht, ob er das war. Es kann auch Artillerie sein, die mir einfach noch nicht aufgefallen ist, weil sie nicht direkt auf mich gesetzt wurde. Schwalmt irgendwas, aber da er immer noch aufgefeuert wird, ist er auf jeden Fall nicht tot. Das war geledert ist er. Geht das? Ah, ich stehe hier so blöde. Runterfahren. Ja, nee, hier komm jetzt. Also wenn echt dann so. Hier kommt doch nie einer runter und wird mir helfen. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr. Ich sage, ich verlasse das Fahrzeug. Ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, noch einen Abschluss zu machen mit dem Typen hier. Mit dem Fahrzeug. Hier, beweg dich. Das wird echt schwierig. Nein, ich glaube, das wird nichts. Mit der Panzerjäger. Ich bin zu schnell. Dann sind die Fahrzeuge wiederum auch nicht sonderlich langsam. Das heißt, um hier was abzuledern. Komm. Versuch's noch ein bisschen. Zu weit vor. Zu weit vorgehalten. Ja, war auch ein bisschen schlecht zu steuern jetzt. Und ich liege jetzt rum wie ein Idiot. Ja, wie eine olle Schildkröte. Ich komme hier nicht weg. Und mir wird nie einer helfen hier. Hier wird nie einer runterkommen und sagen, oh, hier, dem helfen wir mal. Also, ich bin jetzt doch ein bisschen geäfft. Aber gut, es sieht so aus, als würden wir gewinnen. Von daher immerhin ein kleines Plus. Also, das ist jetzt blöd. Das ist richtig blöd. Ich hasse das so rumzugammeln jetzt hier. Titan, echt? Ja, gut, die paar Sekunden werde ich so dann noch aushalten. Ja, war schön hier. Oh, die versuchen noch irgendwas zu erobern. Das ist wiederum nicht so schön. Ist das ärgerlich? Immerhin nicht letzter, immerhin. So, weiter geht's. Jetzt sind wir Aschefluss. Das habe ich mir gemerkt. Den Kartennamen kann ich mir relativ gut merken. So, wir haben wieder ein paar Typen hier, die einfach wild rumfeuern. Ich muss mal kurz. Nebenbei kann ich ja. Ich weiß, dass ich jetzt nicht sonderlich gesprächig bin. Ich versuche einfach nur herauszufinden, wie ich das Ding jetzt irgendwie halbwegs vernünftig einsetze. Aschenfluss hat den Vorteil, ich kenne die Karte relativ gut, allerdings natürlich nur von diesen Startpunkten aus. Wenn wir jetzt von der anderen Seite, dann wäre es ein bisschen schwieriger. Aber auch so. Was war das denn? Entspann dich, Junge. So. Hier erstmal stehen bleiben. Das ist ein Klassiker. Wie man sieht. Hier. LV, komm. Knapp. Okay, ich habe einen Treffer, aber da er jetzt abhaut, hätten die mich nicht blockiert, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Das Ding ist so schlecht zu steuern teilweise. Ja, der Nachteil von den sehr schnellen Fahrzeugen ist natürlich, wie nennt man das? Sie scheren aus? Sie scheren echt aus. Vor allem, wenn man voll Granate fährt. Hier, oh, nicht wieder umkippen. Nein! Okay. Das wäre jetzt. Also noch so eine Peinlichkeit könnte ich mir jetzt echt nicht erlauben hier. So, irgendwo hier durch. Ich weiß, dass sie die Dinger hier aufgestellt haben, damit die Leute nicht mal so schnell abgefeuert werden. Früher gab es noch hier, also ist noch nicht so lange her, da gab es hier immer noch KI-Fahrzeuge, KI-Panzer. Und der eine, der ist immer da, wo ich gerade runtergefahren bin, im vorderen Bereich, da stand der immer und hat sich da verbarrikadiert. Und diese ganzen Feldformationen jetzt hier auf dem Feld, die gab es vorher nicht. Ja, jetzt noch nicht so lange spielen und nur die Karte so kennen. Ist gleichermaßen praktisch wie blöd. Und auch dass der Gegner kam nie von C hoch hier. Jetzt machen sie es mittlerweile. Also ich sehe, dass da welche sind. Ich sehe nur die Fahrzeuge selber nicht. Ich will mich nie abknallen lassen, ganz im Ernst. Gleichermaßen will ich auch nicht ewig rumgammeln. Das heißt, ich gucke jetzt ein bisschen hier und muss dann halt irgendwann mal vorfahren, ne? Logischerweise. Da ist einer. Ja. Genau der. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich macht den doch einer weg.
aber ist nicht passiert. Das sind so Sachen. Gut, ich habe noch einen Gutschein, aber das ist richtig ärgerlich. Ey, Quatsch. Ich hatte hier eine Runde, das war die erste, bevor ich aufgenommen habe. Da bin ich, ich habe ja nur 1-0. Mein Battle Rating ist 1-0 und ich fahre gegen 2-3er. Da denke ich mir oft so, schade, dass dieses System, das Schlachtwertungssystem noch nicht richtig funktioniert. Ich meine, klar, das Spiel ist auch erst 9 Jahre alt. Oder beziehungsweise kommt jetzt, nee, nicht 9 Jahre, Entschuldigung, 5 Jahre. 6, es kommt in sein 6. Seit 2013 ist spielbar. Ich glaube 2011, 12 war schon angekündigt. Hieß ja mal World of Planes. Haben sie ja wahrscheinlich umbenennen müssen wegen World of Warplanes. Aber, ja, seit 2013 spiele ich das auch schon. Und davor war es halt auch schon so ein Jahr in Beta und Alpha und all so Kram. Und dass sie das immer noch nicht hinbekommen haben. Und einer hat sich auch beschwert, kann ich verstehen. Ja, er ist ja mit seinen scheiß Reserve unterwegs und muss gegen 2-3er und so antreten. Das ist natürlich nicht korrekt. Und der Typ, der mit 2-3 unterwegs war, hat natürlich auch alles weggesetzt. Der hat Menge und hat kein Fahrzeug verloren. Ne? Das ist wirklich ärgerlich. Also, eigentlich schon gemein. Gerecht ist das nicht. So, Hier wird's vor. Der steht hier direkt vorne. Alter, hau ab mit deiner Mühle hier. Echt jetzt. Hau mit deiner Mühle ab. Killt den. Ey, ich hoffe, schieß ihn ab. Schieß den ab. So, da wird hier nicht. So, wieder. Ja, kritischer Treffer immerhin. Der andere steht auch noch da. Geh mir bloß nicht auf die Speed. Jetzt. Mein Gott, Alter, hau doch ab. Jetzt kommt er da raus, der wird da rauskommen, der wird da rauskommen. Kette, stirb! Immer diese Abschusshilfe, immer dieser Arschgeier hier hinter mir, echt, hau doch ab. Gut, also man sieht, wenn man schon in die Flanke ballern kann, dann ist das Ding relativ praktisch. Also man hat einen Schuss, der vielleicht die Kette zerfetzt und den Gegner erstmal fahruntüchtig macht und dann kann man, ja, noch neunmal weiter drauf feuern, je nachdem, wie viel man noch geladen hat. Und, also es ist nicht ganz unnütz, aber als Panzerjäger ist das schon echt ein bisschen schwächlich. Gut, das Ding ist natürlich gebaut für Panzer, die früher, oder zu einem Zeitpunkt, als die Panzer noch nicht so stark gepanzert waren, darf man natürlich auch nicht vergessen. Einfach weitermachen hier, einfach weitermachen. Okay, ich könnte mit dem Flugzeug, oh, wollte ich jetzt eigentlich, aber ging nicht. So, der da oben, da. Komm. Stirb. Ach nee, ich spiel den hier. Komm, stirb. Stirb, du Hund. Also ich habe einen ziemlichen Drall, wieder eine Abschusshilfe. Naja, immerhin. Gut, ich bin ja so einer, ich muss nicht zwingend hier Kills fahren ohne Ende. Also wenn ich einfach mitwirken kann, dass wir gewinnen, ist mir das auch schon, ich sag mal, Belohnung genug, ohne Quatsch jetzt. Das bringt ja auch mehr Punkte. Der kriegt. Oh. Oh, bitte stirb. Nein, wieso muss er jetzt nachladen? Das war's. Ich bin mir sicher, das war's jetzt für mich. Mein. Ich hab. Oh! Ah. Wenn du mal Glück gehabt. Ist das nicht blöd, wenn man hier stehen muss? Ich sollte am besten vielleicht wegfahren. Oder den hier so verunsichern. Aber er will mich noch wegmachen. Er will mich noch wegmachen. Komm, stirb. Stirb. Stirb, du Hund. Scheiße. Es hätte klappen können. Ich hätte wegfahren können. Wenn es möglich gewesen wäre, aber es war nicht möglich. Mein Motor war beim Arm. Im Arm? Ja, ich habe absichtlich im Arm gesagt. Ich versuche nicht ganz so viel zu fluchen, aber es wird nicht funktionieren im War Thunder. Nicht ohne Grund bin ich für den Chat gesperrt auf Lebenszeit. Ich weiß zwar, dass einige, wenn sie jetzt hier Moderator angeschrieben haben. Ich weiß, es gibt in dem deutschen War Thunder Forum, da hat Moderator auch das weitergeleitet, als einer gesagt hat, ey, ich habe mich geändert, wirklich, ich fluche nicht mehr, ich beleidige nicht mehr Leute und so. Und dann haben sie sich auch wieder freigeschaltet für den Chat. Aber erstens wird hier der Chat nicht so häufig benutzt mehr. Wie man sieht, es ist nicht, dass das Spiel so unpopulär geworden ist, es ist einfach nur, der Chat wird nicht mehr wirklich benutzt. Ja, und die meisten meckern doch eh nur. Und es ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht mehr im Chat schreiben kann. Ohne Quatsch. Also von daher habe ich auch keinen Nutzen hier und da ich nicht in Staffeln fliege und so, da niemand, den ich kenne jetzt, früher schon, aber jetzt nicht mehr, spielt noch Warfunder. Ja, das war knapp, Von daher, aber wie gesagt, ist sowieso meine eigene Schuld und das ist halt die Strafe, die ich erhalten habe. Und ja, dann kann ich halt nicht mehr schreiben. Ich weiß nicht, ob ich noch jetzt die Drehung schaffe und auf dem Fahrzeug hier. Wen hätten wir da? Hier, der vielleicht. Ah, hau nicht ab, nein, ich knall dagegen. Aber okay,
kurz vor Ablauf. So, ja, Fazit zu dem Panzerjäger ist halt ein Panzerjäger für sehr, sehr schwache Panzer. Er selber ist ja auch sehr schwach, aber es macht Spaß, vor allen Dingen, weil man relativ schnell feuern kann. Und meine Crew ist natürlich noch nicht so gut geskillt jetzt hier, da die Italiener, oder ich bin noch nicht so lange mit den Italienern. Das heißt, gerade wenn man hier einwechselt und nicht gerade jetzt, sagen wir mal, 1000 Golden Eagles verballert hat hier, um die Crew aufzuwerten sofort, also die Mannschaft, dann ist so, muss man die natürlich dementsprechend ihre Fähigkeiten erspielen und die Punkte dementsprechend dann vergeben. Und da ich noch nicht so viel machen konnte hier, ich bin ja erstmal in die Reserve gefahren und jetzt mit diesem Pantherjäger. Aber es ist witzig. Der ist auf jeden Fall witzig und mir macht Spaß. Auch wenn die Runden mal nicht so gut laufen. Ich glaube, im niedrigstufigen Bereich ist für mich alles noch in Ordnung. Dann nimmt man das halt hin. So, ich hoffe, ich kann jetzt nochmal vernünftig mit dem Bomber raus. 10 Sekunden, dann kann ich los. Irgendein Gegner hier? Ne, scheint kein Gegner da zu sein. So, der hatte mich abgeknallt, aber da jetzt hinzufliegen wäre einfach ein bisschen blöd. Die sind jetzt blöd verteilt hier. Wenn sie in so einer Kette fahren würden, wäre es einfacher. Vor allem, weil so ein Bomber hier schwer zu steuern ist. Gerade so eine Klapperkisten hier. Gut, aber ich versuche ihn. Oder hier sind zwei, aber ich kann weder. Meine Bomben sind auch zu klein. Ich kann nur einen davon machen. Ich schaffe nicht mal vernünftig hier rüber über den. Nein. Ihr seht ja, das ist wirklich. Ich bin hier wie so ein Ziegelstein in der Luft. Okay, ich habe einen Treffer. Vielleicht schaffe ich nochmal so einen Treffer. Also, es hat ja schon ordentlich reingewummert da bei ihm. So, jetzt bin ich eigentlich in der besseren Position, aber man sieht, das wird schwierig. Egal, alles rausfeuern. In der Hoffnung, dass irgendwas trifft. Ich konnte halt nicht mich gut genug in Position bringen. Auch wieder nur so eine Schrappeltreffer. Ja gut, wir haben schon wieder gleich gewonnen. Also sag ich schon mal, danke fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video, ne? Bis denn dann. Oder? Läuft's? Kommt da was? Ne, wir haben gewonnen. Alles klar. Also bis dann. Ciao, ciao. Und rein.